So, hallo Olga, schweres Spiel bei dir, ähnlich wie bei Karin gegen eine absolute Top-Chinesin in der ersten Runde. Wie war es bei dir? Hast du dich eher geärgert über die Auslosung oder hast du jetzt versucht, einfach das Beste draus zu machen? Ja, ich meine, ich habe seit 2 Jahren oder 3, 4 Jahren gegen so Leute nie gespielt. Und das ist so erstes Spiel auf so einem Wettkampf, so, ich meine, mit Top-Leuten. Ja, man muss erstmal gegen so Gegner spielen und dann gewonnen sein zum Geschwindigkeit zu großer Halle, das ist nicht wie Challenge-Wettkämpfe. Und ja, ich bin auch ein bisschen müde von letzter Woche, vom Kopf und so, aber ja, einfach spielen, probieren und... Ja, verständlich. Letzte Woche warst du ja bis im Finale, bis Samstag noch dabei. Ja, ganz andere Kategorie als hier. Denkst du, das sind jetzt auch ganz wichtige Spiele, die vielleicht dann im Hinblick auf Olympia Ausschlag geben können? Das sehe ich auch zwar auch jetzt nicht punktemäßig weiterbringen, aber vielleicht von der Erfahrung und von den für die kommenden großen Events, die noch anstehen. Ja, ich finde, das ist sehr wichtig für mich, diese Erfahrung zu kriegen für meine nächsten Jahre in Badminton. Diese Erfahrung ist sehr wichtig und ja. Was steht noch an bis Olympia? Also welche Turniere wirst du noch so spielen und was denkst du, werden so vielleicht die wichtigsten im Hinblick auf Rio sein? Ich spiele jetzt nächste Woche All England, dann nächste Woche Schweiz und dann Polnisch und dann was noch kommt. Aber viele Turniere noch auf dem Programm. Ja, muss man einfach konzentrieren. Okay. Soll ich mal sagen? Alles klar, Dankeschön, Olga.